Ayo, und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der JJCL Season 2 gegen Lee Mert mit seinem Team Surfing Gators müsste das sein. Ich habe vor 2,5 Jahren habe ich schon mal gegen Mert gekämpft. Müsste PFDL Season 1 gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Könnte gut sein vom Zeitraum her. Würde passen. Also sogar meine erste Liga. In meiner ersten Liga haben wir sogar gegeneinander gekämpft und jetzt in der JJCL Season 2 kämpfen wir wieder gegeneinander. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Kampf. Vorsicht, Spoiler. Wir haben den letzten Spieltag verloren, 1 zu 0, genau wie den vorletzten. Dementsprechend stehen wir jetzt 2-2, sind aber immer noch auf dem dritten Platz, was nicht schlecht ist. Ja, wir kommen zu seinem Team, was jetzt eingeblendet ist. Er hat im Team Durengard und Mega Simsala in S-Tier, Gortrom und Panferno im A-Tier, Barry Kadax, Alola Vonona und Vashagwill im B-Tier, Gastrodon und Monagoras im C-Tier und Elevoltec und Volbeat im D-Tier. Ich selbst predikte Durengard, Zam, Panferno, Barry Kadax und Alola Vulnona. Den Rest kann ich absolut nicht sagen. Absolut nicht. Keine Ahnung. Das könnte halt alles sein. Das könnte Gortrom maybe sein, was ich aber nicht glaube. Vashagwill könnte es sein, es könnte Gastrodon sein, es könnte Monagora sein, man weiß es nicht. Da bin ich auf jeden Fall noch sehr, sehr gespannt. So, wir kommen zu meinem Team. Mein Team besteht heute aus Megalatios mit dem Latios Deaton natürlich und Levitate. Unser Freezer mit Calm Mind, Aura Sphere, Shadow Ball und Psychic. Ja, komplett offensiv, ging nicht anders. Dann haben wir Hooper, unser Buzzhole mit dem Rocky Helmet und Beast Boost mit Leech Life, Drain Punch, Toxic und Roost. Einfach physisch defensiv, so einiges wallen. Dann haben wir Mr. Burns, unser Zapdos mit dem Choice Scarf. physisches Scarf Zapdos. Fragt mich nicht, was mich da geritten hat, es wird schon seine Gründe haben mit Brave Bird, U-Turn, Steering und Wild Charge. Dann haben wir Mr. Freeze, unser Articuno mit den Heavy Duty Boots und Pressure. Mit Defog, Roost, Freeze, Dry und U-Turn. Komplett speziell defensiv, wallt auch eigentlich auf der speziellen Seite alles, außer ein spezielles Panferno. Selbst da sollte es nicht allzu viel bekommen. Dann haben wir unser Celazel, unsere Poison Ivy mit dem Life ja, keine Ahnung, ich brauchte kein anderes Dings, wie heißt es denn? Ich brauchte keine andere, die andere Fähigkeit nicht, weil ich kein Toxic spiele. Keine Ahnung. Ja, wir sind schneller als das Alola Vulnona und sind mit Speed Boost, denn mit Flame Charge, wenn wir den rausbekommen, schneller als Mega Simsala. Als letztes haben wir noch dabei unser Monster, unser Swampert mit Arindoberry und Torrent mit, weil er hat kein Mon, glaube ich, das Explosion kann. Ich sehe es zumindest nicht. Kann Eggy/Explosion? Keine Ahnung. Mit Earthquake, Flip Turn, Stealth Rocks und Yawn. Weil sein einziger Defogger ist Vashagwill. Ist nicht gerade der Beste, bekanntlicherweise. So, wir laden ihn ein. MS 1004, wir challengen. Ich bin dezent nervös, muss ich ehrlich zugeben. Mert, genau, das ist es. So, wir gehen in den Kalk, ich gucke nochmal schnell nach. Wir wollen da keine Regel brechen, aber das sieht ganz gut aus. So, oh, das ist unerwartet. Good luck, have fun. You too. Okay, er hat Durengard dabei, damit habe ich gerechnet. Er hat Zam dabei, damit habe ich gerechnet. Er hat Gortrom dabei, er hat Nape dabei, das war klar. Er hat kein Barrikadax dabei, das kam unerwartet. Er hat Alola Vulnona dabei und er hat Monagoras dabei. Okay. Okay. Meine Idee war es, direkt mit Zapdos zu leaden. Ich sehe da keinerlei Drawback. Dementsprechend wird es einfach tun. Ich hoffe, er leadet mit Alola Vulnona, to be honest. Weil, ich weiß nicht, wäre cool. Kann ich straight up Steel Wing drücken. Und da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Sein einziges Scarfmon, was schneller wäre, wäre Zapdos. Panferno. So, okay, er hat kein Barrikadax dabei. Das heißt, ich hätte schon wieder einfach das Pferd mitbringen können. Aber egal. Sei es drum. Sei es drum. Weine ich jetzt nicht hinterher. Schon ein bisschen, aber nicht so schlimm. Ich leade mit Zapdos, er leadet mit Alakazam. Oh. Wenn ich da die Chance habe, den direkt rauszubekommen. Alakazam, mega. Mit Brave Bird kann ich den halt killen. Was ist ein Brave Bird Switchen? Eggy Slash. Ich habe jetzt. Er wird halt ein bisschen HP-Investment haben. Ich sag mal jetzt so 50. Kann er schon spielen? Ja, nee. Ich drücke einfach U-Turn.
glaube, mit Jutland verliere ich nichts. Er kriegt dann meine Static, was eigentlich gar nicht so geil ist. Aber passt. Passt. Wie viel war Static nochmal? 30%. Ah, das ist eigentlich gar nicht so geil, aber... Er will eigentlich auch nicht die Jutan fressen, wenn wir ehrlich sind. Die will er eigentlich nicht fressen. Und wenn er jetzt rauswitcht, dann... Braindead. Wenn er jetzt rauswitcht... Oh. Er megert nicht. Er ist nicht gemegert. Alex Sam, oh, you're nasty blood. Braveheart. U-Turn. Oh, okay. Okay. Er ist nicht gemegert. Warum nicht? Angst vor Toxic? Man weiß es nicht. Ja, okay. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Ich denke, ich... Keine Ahnung, was ich gehen soll. Soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Slazzle ist noch zu wichtig. Da riskiere ich nichts. Wenn ich jetzt in Latios gehe, was ist denn sein Play? Wahrscheinlich Eggie. Wahrscheinlich Eggie. Ich glaube, ich gehe in Swampert. Und je nachdem, ob er Ninetales geht oder in Rillaboom. Ich hoffe eher in Rillaboom, dann kann ich nämlich einfach in Buzzhole gehen. Da hoffe ich gerade eher drauf. Rillaboom, perfekt. Den wollte ich haben. So, dann können wir einfach auf Buzzhole gehen. Ohne Drawback, Drück Knockoff, ist fein. Verlieren wir nichts mit. So. Was ist sein Switch in den... Ja, Eggie eigentlich. Wenn ich jetzt Drain Punch drücke, wenn ich jetzt Leech Life drücke. Ich kann einfach mal Toxicen. Okay, er geht in Eggie. Der hätte alles nichts gebracht. Okay. Fein, fein. Denke ich. Ich denke, wir gehen ins Swampert und yawn den einfach. Okay, Aerial Ace. Interessant. Wir yawn jetzt einfach mal. Rillaboom kommt rein. Nice. Wir yawn den. Swampert brauche ich noch. Ja, perfekt. Oh, Crit. Nicht so geil. Aber okay. So, Ninetales kommt rein. Da kommt Schnee. Nicht so geil. Aber in Ordnung. So. Wir gehen in Articuno. Hypnose, okay. Interessant. Ich drücke einen U-Turn. Aurora Bell kommt, okay. Würde ich jetzt... Scheiße. Ich hätte die folgen sollen. Ich hätte die folgen sollen. Aber er sollte nichts viel gegen Celeste machen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in Celeste. Und drücke einfach mal eine Runde Fire Blast. Inferno kommt rein. Okay. Ist nicht so geil, aber in Ordnung. So. Passt. Okay, wir holen Swampert rein. Das ist auch gar nicht mehr so healthy. Ah, vielleicht hätte ich das doch nicht tun sollen. Oh, eine Edge. Okay, nice, 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 nice. Das passt, das passt. Wir flippt dann. Rillaboom kommt rein. Nice.
Zack. Okay. Jetzt will ich was nachkalken. Celezel gegen Rillaboom. Er hat mich schon genockt und geuturnt. Ich sag erstmal so ein Set. Okay, was hat er genockt? Er hat mein... Das sagt mir nicht viel aus. Oder gegen was hat er U-Turn gedrückt vorhin? Das war gegen Pert, ne? Da, genau. Swampert. Das war eine U-Turn. So. Das war eine U-Turn. Mit Crit. Wie viel hat die nochmal gemacht? 36%. Der ist kein Bandit. Warte, das ist sogar Life Orb. Wait. Warte, Choice Band. Wo ist es denn jetzt? Warte, erstmal ohne Damage Boost ins Item. Würde er selbst mit dem Crit nicht auf den... Der ist Bandit, okay. Wenn der Bandit ist... Celezel. Mit einem Aurora Whale. Da. Sludge Wave killt nicht, Fire Blast killt ihn aber safe. Das heißt, wir gehen Celezel und drücken... Okay. Wir drücken Fire Blast. Straight up, ohne sich Gedanken zu machen. F-Blasten und los. Okay, der ist Bandit. Ist eine gute Info. Triff mal jetzt bitte Celezel. Danke. Der ist tot. Nice, Rillaboom ist auch weg. Das heißt, eine Gefahr weniger für Pert. Nape kommt rein. Okay, der ist Scarf. Da brauchen wir jetzt nicht mehr groß drüber reden. Das heißt, ich gehe einfach straight up in Arctos jetzt. Der wird nicht nochmal auf Edge gehen. Oh, doch, geht er. Okay. Gefährlich. Wir gehen Swampert. Nice. So. Wir drücken wieder Flip-Turn. Das Spielchen kennen wir also langsam. There's the Eggy again. Der Aurora Whale sollte jetzt aufhören, genau. Latios Mega gegen Eggy Slash. Sagen wir OU Sword Dance. Shadow Ball killt nicht. Mich killen aber zwei Shadow Sneaks. Killt Shadow Sneaks schon Celezel, tut's nicht. Das heißt, wir gehen wieder in Celezel. Aurora Whale sollte jetzt aufhören. Genau. Ja, wir F-Blasen einfach wieder rein. Ohne Drawback. Der trifft. Nice. Eggie ist auch tot. Okay, nice. Nice, 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 nice. Nape kommt wieder rein. Wir gehen Basso. Okay, er drückt U-Turn. Ist fein. Nein, Tails kommt rein. Kriegt natürlich wieder ordentlich dick Damage auf die Nase gedrückt. Wir gehen Arctos. Mehr ist da gar nicht da. Aurora Whale. Den würde ich am liebsten jetzt einmal defoggen, wenn ich ehrlich bin. Blizzard, komm, der macht nichts. So. Okay. Wir U-Turn. Okay, kill Celezel, dieses blöde Ninetales. Alola. Trotz Aurora Whale. Mit F-Blast kill ich den halt. aber das ist mir aktuell ein bisschen zu risky, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Okay, ich muss überlegen. Da. Okay, es ist aber... Moment, warte mal. Das ist ein Full-HP-Set, das ich gerade gegenüber habe. Also im Kalk. Articuno. Der hat Blizzard gedrückt. Voila. Blizzard. Hat mir 22% gemacht. Okay. Das ist so ein Set denn also. Das heißt... Voila, nicht Latios. Celesil. Killt jetzt auch relativ safe mit der Sludge Wave einfach. So. Nice. Celesil und straight up Sludge Wave. Gut. Bam, der ist tot. Tyrantrum kommt rein. Was macht am meisten Damage gegen den? Mit Aurora Whale. Ich glaube, ich gehe straight auf den Basshole. Okay, ist ein D-Dance-Set. Das ist gefährlich. Wir toxicen den einfach. Das ist, glaube ich, das Sicherste, was ich gerade tun kann, den einfach zu toxicen. Weil ich sollte halt einen Hit überleben. Und danach heißt es einfach erstmal gegen Roosen oder Drain punchen. Head Smash. Oh shit. Der Crit. Huch. Der Crit war jetzt gar nicht so geil. Wenn ich ehrlich bin. Der Crit war echt nicht geil. Drankler, okay. Okay. Moment. Wir haben ein Tyrantrum gegenüber. Kann er mich noch sweepen? Keine Ahnung. So, der ist auf plus 1. Hm. Latios. Also jetzt hier auf plus 1. Ah, das ist gefährlich. Okay. Der hat aber Dragon Claw. Dragon Claw. 123. Okay, Latios drop einfach. Swampert. Oh, Swampert. Lebt noch ein Hit. Das ist gut. Außer er sollte jetzt aus welchen Gründen auch immer nochmal Outrage haben. Aber mit der Dragon Claw überleben wir. Ganz knapp. Danach kann ich Zapdos reinholen. Genau, die leben wir. So. Der stirbt eh nächste Runde an der Rocks. Das heißt, ich will einfach nochmal Arctos rein. Der sollte auch was leben. Genau. Bumm, tot. So. Infernape. Yu-Yu Choice Scarf. Gegen Articuno. Nicht Articuno. Das laber ich. Latios. Das einzige, was Latios. Oh, warte. Nenn nicht Mega. Ja, alles gut. Ich kann einfach an Latios gehen. Und damit sollte das ein GG sein. 5-0 gewonnen. Okay, wir sind wieder back. Wir sind wieder back. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Ah, die erste Runde war schon super wichtig, muss ich sagen. Die erste Runde war schon super wichtig, wollte ich sagen. Gott. Das Arrangement hat mir am Ende nochmal ein bisschen Angst gemacht. Aber war handelbar. Es war handelbar, weil der Scheiß Toxic getroffen hat. An der Stelle würde ich jetzt einfach sagen,
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Schauen, bis zum nächsten Video. Goodbye.